Tja, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem Tipps und Tricks Video zu Stronghold Warlords. Und zwar geht es heute vor allem, wie ihr seht, ein bisschen ums Interface, klar, als nächstes aber auch um viele kleine Details, die noch dazukommen. Also es ist interessant für Neueinsteiger in der Serie, aber gerade der spätere Bereich auch für die alten Hasen in dem Spiel, zumindest in der Stronghold-Reihe, ne? Als allererstes, ihr Lieben, seht ihr natürlich hier die Minimap, ist klar. Und dort habt ihr schon die ersten Funktionen. Und zwar etwas, was ich im Stream immer wieder gefragt worden bin. Hey Cedric, wie kommst du in die Vogelperspektive? Derzeit leider nicht über Shortcuts. Die findet ihr am Ende und auch unten nochmal in der Beschreibung. Aber hier rüber. So kommt ihr wieder in euer klassisches Menü, wie ihr es kennt. Und dann könnt ihr so bauen. So einfach ist die ganze Sache. Als nächstes findet ihr natürlich, ne, das Menü, klar. Größer, kleiner, ihr könnt reinzoomen, rauszoomen, könnt ihr auch über die Zeichen machen. Hier oben könnt ihr den Nachrichtenverlauf, wenn er euch nervt, an- und ausschalten. Dann könnt ihr die Minikarte rotieren lassen oder nicht, je nachdem. Ihr seht gerade unten, ne, wie ihr euch halt bewegt. So, machen wir es nochmal aus. So, jetzt könnt ihr die Karte mitrotieren, je nachdem rotiert halt entweder nur das kleine Kästchen oder die ganze Map. Dann könnt ihr die Ländereien an- ausschalten. Was ist das? Ihr seht, jetzt färbt sich das ganz leicht ein. Rot seid ihr, zumindest in der Mission. Und blau ist euer Feind. So. Als nächstes haben wir dann noch die Lagebesprechung, ist klar. Das wäre halt die Lagebesprechung der entsprechenden Mission. So, ihr Lieben. Und als nächstes kommen wir dann zu dem sehr interessanten Teil, was wir ein bisschen aus alten Teilen kennen, aber hier ein bisschen anders funktioniert. Und zwar die Kriegsherrenkarte. Ist gleichzeitig ein bisschen mit Diplomatie, aber wenn ihr Diplomatie richtig sehen wollt, kann ich euch später in einem späteren Video mal erzählen. Einfach unten in die Kommentare reinhauen. Hier könnt ihr euch jetzt raussuchen, zum Beispiel der ist neutral, der gehört schon mir. Und hier können wir zum Beispiel sagen, hey, wir wollen den Warlord verbessern, wir wollen Lieferungen haben und so weiter. Ich sag jetzt einfach mal, hey, verbessern wir den Warlord. Was bringt euch das? Das bringt euch jetzt bei ihm zum Beispiel, der Ochse kann leider keine eigene richtige Festung bauen. Aber was bringt uns das? Wir verbessern die Ressourcen, die reinkommen, also die Menge, die reinkommt. Je nach Warlord habt ihr hier unten noch weitere Funktionen oder natürlich andere, weil es gibt unfassbar viele. Es gibt die Schildkröte, die eine richtig üble Festung bauen kann, wenn ihr da richtig reinpulvert. Schon ziemlich nice, guckt es euch mal an. So ihr Lieben, jetzt kommen wir zu dem nächsten Menü hier unten, das kleine Menü. Könnte man sagen, hey, hier sehe ich einfach meine Ressourcen. Das Menü kann aber deutlich mehr. Und zwar gerade für die Klicker unter euch, die ungerne mit Tastaturenkombinationen spielen, ist das sehr, sehr interessant. Denn ihr könnt einfach auf die Ressource klicken. Reisbestand nimmt ab, ne, habt ihr direkt eine Info. Das ist jetzt aber relativ egal und ihr könnt direkt hier rüber verkaufen. Auch zum Beispiel mit Umschalten, dass ihr mehr auf einmal verkauft und so weiter und so fort. Und das ist schon ziemlich geil, aber zum normalen Kaufen und Verkaufen braucht ihr keinen Markt. Also AD, die Zeiten von Stronghold Crusader, wo ihr unbedingt immer einen Markt braucht, kann man jetzt positiv oder negativ sehen. So, warum bin ich ausgeblendet? Weil ihr könnt das Menü weiter aufploppen. Dass ihr wirklich am Ende alle Ressourcen habt. So einfach ist die ganze Sache, verzweifelt nicht. Dieser kleine Pfeil hier ist ein ziemlicher Piep. Ne, ihr wisst schon, was ich sagen will. So Leute, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar zum Baumenü. Wenn ihr hier unten seht, ja, Industriegebäude, Unterkünfte und so weiter, alles wie wir es kennen, ja, das kennt ihr aus den anderen Stronghold-Teilen. Wer es nicht kennt, hovert einfach mal ein bisschen mit der Maus drüber, das wird euch mehr oder weniger alles erklärt. Die wichtigeren Sachen erkläre ich euch in dem oder in einem weiteren Video. Interessant ist noch kurz das Tool zum Entfernen, damit könnt ihr alles entfernen, bis auf Einheiten. Ihr könnt derzeit keine Einheiten löschen, geht nicht. Also auch Entfernen funktioniert nicht, ihr könnt derzeit keine Einheiten löschen. Wenn es doch einen Weg gibt, haut mir das gerne unten in die Beschreibung, würde ich mich freuen. Sagt mir Bescheid. Als nächstes habt ihr das Reparaturtool. Damit könnt ihr halt Gebäude reparieren, jeglicher Form. Ist klar, ne? Als nächstes kommen wir dann zum Grundmenü. Ich nenne das einfach jetzt mal Grundmenü, ja? Und zwar, ihr seht hier verschiedene Sachen. Und hier kommen wir genau zu dem Punkt, was auch für Veteranen sehr, sehr interessant wird. Teile davon kennen wir von Stronghold, von den alten Teilen. Andere Teile sind neu, komplett neu. Und zwar als erstes hier natürlich ganz klar, ne, die Bauernanzahl, logisch. Und daneben dieses kleine Feld sagt, wie schnell zum Beispiel Leute verschwinden oder wie schnell Leute kommen. Machen wir mal den Steuersatz richtig hoch und da seht ihr schon, Alter, und ich schnell ab, ne? So, so einfach. Und in der Mitte habt ihr dann diesen kleinen grünen Typi da, ja? Der zeigt euch im Endeffekt an, wenn er grün ist, ist alles okay, ist eure Beliebtheit im Positiven, ist er rot, sagt er halt, hey, Beliebtheit ist negativ. So, hier daneben seht ihr nochmal die genaue Beliebtheitszahl. Ich würde euch empfehlen, nehmt 5 als Grundwert. Warum? 5 ist ein sogenannter Sweet Spot. Sweet Spots sind Punkte, wo die positiven und die negativen Faktoren für etwas
in eine gewisse Harmonie gebracht werden, ja? Ihr könnt das natürlich auch auf Null setzen und versuchen halt genau auf Null rauszukommen wegen Steuern, bibabo. Aber dann kommt das Problem, dann brauchen eure Leute verhältnismäßig lange zum, ja, zum Spawnen. Also wenn ihr halt neue Kapazitäten habt, neue Leute reinkommen können, so, machen wir nochmal hier auf richtig böse. So, jetzt haut einer ab. Wie ihr seht, schön rot, ne? Wie ich es euch gerade erklärt habe. Macht das auf grün. Seht ihr, dann kommen die langsam rein. Je höher eure Beliebtheit, desto schneller geht es. Warum jetzt 5 als Sweet Spot? Jetzt kann natürlich einige von euch sagen, hey, Cedric, das geht relativ zügig. Ja, es geht zügig. Punkt, aus, Ende. Wenn ihr nur eine Beliebtheit habt, 2 oder 3 oder 4, ist auch vollkommen okay. Es geht relativ zügig. Aber 5 ist so der Punkt, wo man sagt, man verliert quasi keine Steuern. Ja? Und es wird noch ein bisschen beschleunigt, dass die Leute schneller kommen. Also, wenn ihr es irgendwie einrichten könnt, so um die 5 positiv, ist geil. Hier habt ihr als erstes den Steuersatz. Der setzt sich halt im Prinzip, wonach richtet sich der Steuersatz? Relativ einfach. Je mehr Beliebtheit ihr habt, desto mehr Geld könnt ihr verlangen. Easy, oder? Und damit kommen wir auch schon zu den Nahrungsarten, ihr Lieben. Und zwar habt ihr einmal Reis, Gemüse, Fleisch und Tee. Kleidung schließen wir mal mit ein, auch wenn Kleidung natürlich was... ne, was ganz anderes ist, aber wir schließen es gleich mal mit ein, weil es passt perfekt einfach gleich. So, als erstes habt ihr die Reisrationen. Reis ist erstmal prinzipiell am effektivsten, weil ihr könnt, anders als bei den anderen Nahrungsarten, wo ihr nur in einer Schritten gehen könnt, Reis auch rationieren, wie zum Beispiel damals das Brot oder jedes Nahrungsmittel. Das geht hier nur noch mit Reis. Reis ist auch deswegen am effektivsten, weil es wächst am schnellsten, es wird am schnellsten geliefert. Also Reis ist grundsätzlich das beste Nahrungsmittel, erst einmal. Aber auch die anderen sind gar nicht unwichtig. Im Gegenteil, sie sind sehr wichtig. Und zwar habt ihr einmal das Gemüse, einmal das Fleisch und einmal den Tee. Und hier kommen wir jetzt zu der Sache. Diese beiden Nahrungsarten solltet ihr wirklich nahe beim Kornspeicher halten, dass sie sehr kurze Wege haben. Jetzt kommen wir zu einer Sondersache, und zwar die Schweinefarm. Die Schweinezucht ist so ein bisschen so eine Sache. Also ich baue sie derzeit recht selten, muss ich gestehen. Und zwar, ihr könnt sie ein bisschen weiter weg vom Kornspeicher bauen, weil die Produktionsraten sind unregelmäßig. Steht sogar, wenn ich mich nicht recht sinne, genau dran. Und zwar, die Schweinezucht ist verhältnismäßig langsam, gibt auch nicht ganz so viel, aber dafür pusht sie die Beliebtheit ziemlich stark. Ich persönlich baue sie derzeit noch sehr ungern, weil in den allermeisten Missionskarten ist einfach der Platz so gering, dass ich einfach den Platz nicht habe. Dann kaufe ich den Mist lieber. Und dann kommen wir aber zum Tee. Und der Tee ist unfassbar geil. Der Tee hat eine Produktionsrate, die echt nicht zu verachten ist. Guck mal, Tee angepflanzt, 1078 pro Tag, 25,4. Das heißt, eine Teeplantage bringt 25,4 Tee. Blätter, Körbe, whatever, zu uns rein. Und damit kommen wir schon zur letzten Produktionsart, die Kleidungen. Und zwar, die Kleidungen werden hergestellt über eine Produktionskette, nicht ein einzelnes Gebäude oder wie beim T2. Nein, ihr braucht 3 Gebäude, Leute. Und damit ist sie meiner Meinung nach mit die teuerste Produktionsart bisher in dem Spiel für Luxusgüter. Und zwar teuer wegen Platz. Nicht wegen Geld, sondern wegen Platz. Ihr braucht einmal die Seitenraupenfarm. Die bringt dann die Ressourcen zum Lager. Da holt sie dann der Seitenschneider ab und dann holt am Ende die Schneiderei es ab und bringt den ganzen Mist weg. So, damit habt ihr alle Produktionsarten kennengelernt, aber das ist nicht so sehr das Neue. Das kanntet ihr schon alle, denkt ihr jetzt, ne? Klar, und jetzt kommen wir aber zu den neuen und wichtigen Dingen. Gehen wir mal zu unseren Gebäuden. Hier seht ihr die unterschiedlichen Wohngebäude. Wichtig dabei ist, jedes Gebäude, egal ob die Hütte oder das beste Haus, geben ganz genau 8 Arbeiter. Spielt keine Rolle, wie gut die ist. Die geben euch immer 8 Arbeiter. Warum gibt es dann unterschiedliche? Wegen der Wohnqualität. Hier unten seht ihr Unterkunft. Und dort steht es schon drinnen. Euer Bergfried hat eine gewisse Grundqualität. Ist unterschiedlich. Dann habt ihr die Unterkunftqualität, den Gesamtkomfort und wie viele Arbeiter insgesamt auf der Map sind. Wie ihr seht, wir haben 96% erreicht, obwohl wir alles da haben. Das heißt, ihr braucht nicht unbedingt immer nur das Große zu bauen. Es ist vollkommen legitim, wenn ihr am Anfang eine Baracke oder, wenn es Holz auch reicht, eine schöne Hütte setzt, ja? Das ist vollkommen legitim, das reicht vollkommen aus und ihr kriegt einen richtig schönen Beliebtheitspush von plus 6 dazu. Geiler geht's nicht, oder? Also auf Wohnqualität achten. So, und direkt dahinter seht ihr schon was anderes stehen. Und zwar... das ist der sehr große Tempel. Gibt es noch in kleineren Versionen, zum Beispiel den. Der gelbe Ring ist immer der Einflussbereich.
und halt dann in groß. So, was macht das? Wie ihr seht, alle Gebäude werden abgedeckt und haben jetzt so einen goldenen Buddha. Das ist nichts anderes, als dass da Geist produziert wird. Also, ich würde es eher als Mana definieren, keine Ahnung. Oder es ist halt eine Art Beliebtheit. So, soll heißen, alles in dem Einflussgebiet, seht ihr dann hier unten, wird halt einfach beeinflusst, positiv. Und das gibt euch wiederum Beliebtheit. So einfach die Geschichte. Also versucht immer schön, wenn ihr das Geld und den Platz vor allem habt, immer das ein bisschen mit einzuspielen. Ihr könnt die Steuern in solchen Höhen treiben und vor allem könnt ihr die Nahrung runtersetzen. Und wer von euch jetzt schon häufiger Warlords gespielt hat, der weiß, Bevölkerung wird nahrungstechnisch irgendwann richtig scheiße teuer. Damit kommen wir aber auch schon zum vorletzten Punkt, und zwar dem Angstfaktor. Den kennen wir wiederum aus den alten Spielen, funktioniert aber hier auch wieder anders. Kennt ihr das noch aus den alten Teilen, wo ihr einfach unendlich viele gute oder schlechte Sachen bauen könnt? Das ist hier jetzt anders. Und zwar könnt ihr jedes Gebäude nur einmal bauen. Es reicht aber, wenn ihr eine Form baut, den maximalen Faktor rauszuholen. Ihr seht hier schon 61 stehen. Leider ist das UI ziemlich mistig skaliert. Aber im Prinzip unten ist dann nochmal die Truppenstärke. Wir haben Maximum oder fast Maximum. Wir können das gleich aber noch pushen. Und zwar machen wir das einfach. Guck mal, hier seht ihr plus 3 grüne Striche. Das heißt halt, plus 3 sind die gerade gepusht. Holen wir mal maximal raus. So, jetzt haben wir Maximum. Und das heißt, die Beliebtheit ist plus 12. Das richtet sich also, wie ihr merkt, auch nach der Truppengröße. Nicht nur nach dem Beliebtheitsgraben, sondern wie viel zum Beispiel auch arbeitslos drumherum stehen. Ja? So, und dann könnt ihr die Step-by-Step bauen. Wichtiger dabei ist, ihr könnt sie an eine Straße bauen, müsst ihr aber nicht. Den Tempel wiederum, den würde ich euch empfehlen, baut ihn an die Straße. Denn dann gibt er mehr. Guckt, Straßenverbindung zum Bergfried hergestellt. Und damit kommen wir zu den Tastenkürzeln, ihr Lieben. P ist Pause, wie in jedem Spiel. H ist das Vorratslager, auch klar. G, Granary für Kornspeicher. J ist die Waffenkammer. K ist der Bergfried, genau. L ist der Lord. Dann habt ihr Z, das ist komplett neu, für Mauernstück. Und zwar das Einer. X für ein Zweier. Richtig nice. Also die Funktion, Leute, finde ich cool. Gerade für Quick One im PvP stelle ich mir das richtig, richtig geil vor. Dann habt ihr mit B wie Bertha die Kaserne, mit V den Marktplatz. Dann mit Plus, Minus, klar, könnt ihr langsamer, schneller machen. Seht ihr da ganz unten, ja, logisch. Dann habt ihr aber noch, und jetzt wird es mich cool, dann habt ihr mit Entfernen, ne, den normalen Löschding. Mit Einfügen könnt ihr das Reparaturtool aufholen, ja. Sehr nice, finde ich ziemlich cool. Dann mit WASD, ne, ganz normal die Kamera steuern, logisch. Mit Q nach links, mit E nach rechts. Und dann könnt ihr aber noch für die Screenshot-Begeisterten unter euch mit Ende alles ausblenden. Also das ganze UI ausblenden. Wichtig dabei ist noch, ihr habt gerade gesehen, ich bin immer schnell hingesprungen. Das passiert, wenn ihr doppelt die Taste anhaut. So, ihr Lieben, das war ein kurzes Tipps und Tricks-Video zu Stronghold Warlords. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich konnte euch helfen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.